des Publikums Lieblings Tiger Woods boomt die Sportart Golf wie nie zuvor. Ausrüstung und Mitgliedschaften werden auch immer erschwinglicher und somit wird die früher noch als elitär geltende Sportart einem immer breiteren Publikum zugänglich. Jetzt hat man sogar entdeckt, dass man mit Golf auch das Handicap von kranken und behinderten Kindern verbessern kann. Katharina Wagner über das am Donnerstag gestartete Golftherapieprojekt Kidswing in Friedberg. Volle Konzentration und ein toller Abschlag. Im Golfclub Friedberg lernen die Mädchen und Jungen der Johannes-Vatter-Schule für Hörgeschädigte den richtigen Golfschwung. Jeden Donnerstag geht es auf die Driving Range. Der große Unterschied, was wir gesehen haben, ist in der Koordination, okay, was die schon erreichen können durch Balance. Und die Koordination hat sich stark verbessert in den ersten 4 Wochen. Wir haben viel Zeit verbracht. Kidswing nennt sich das Golfprojekt, das seit März in Friedberg stattfindet. Dahinter steckt natürlich die Idee, dass Golf als Therapie angewandt wird, was man eben auch an meiner Person sieht. Es ist gut für Koordination, für Muskeln, für Nerven und es macht den Kindern einfach Spaß. Die sind 100% bei der Sache und dadurch fällt das Training den Kindern halt auch nicht schwer. Ganz im Gegenteil sogar. Ich finde super. Die Lehrerin finden wir sehr lustig. Ja, das macht mir richtigen Spaß. Das Training bringt aber nicht nur den Kids was. Die Freude, die Strahlen für Freude. Und guck mal, den Lächeln kann man natürlich kein Geld der Welt verlangen. Super, oh, was für ein Schwung. Toll. Übrigens, golfen können sogar auch Gehbehinderte oder Querschnittsgelähmte. Jens Maaspfuhl, Koordinator des Projekts, macht es vor. Der Frankfurter, der seit einem Autounfall vor 3 Jahren im Rollstuhl sitzt, ist amtierender deutscher Meister im Behindertengolf, dank eines speziellen Hilfegeräts. Hier haben wir diese neue Paragolfer. Wir können den 1 Meter Kind bis 2,10 Meter hoch, nur durch eine Drehung von einer Schlüssel, hoch mit einem Knopfdruck. Geht der Patient innerhalb von 11 Sekunden, steht er. Durch die Fixierung der Kniegurt, Bauchgurt haben wir das möglich, dass der Patient nicht rausfällt und zu einer Senkrechtposition stehen kann. Eine tolle Sache. Übrigens, mitmachen kann bei Kidswing jeder. Denn Schläger, Bälle und sonstige Ausrüstungen werden vom Club gestellt. Auch das Training ist kostenlos. Aber wie man sieht, ist es ganz und gar nicht umsonst. Kleine Fußballbildchen zum Einkleben und riesengroße Fußballbilder auf der Frankfurter Skyline. Sehen Sie gleich und vielleicht gewinnen Sie auch ein.